Vorsorge, der Bank den Auftrag gibt, kauf mal ein paar Aktien für mich. Dann kriegen die das mit, gehen auf die Überholspur und können dann aus dem Preisdifferenzial einen ganz kleinen Vorteil erzielen, der zulasten von dem Preis geht, den wir zahlen. Es ist ein Beispiel dafür, dass es am Finanzmarkt immer wieder Geschäftsmodelle gibt, deren gesellschaftlicher Nutzen null ist, sondern eigentlich nur ein Abgreifen von Rendite vom einen zum anderen. Das ist ein Problem. Ich meine, man müsste den Börsenhandel anders organisieren oder durch eine Finanztransaktionssteuer diese Art Aktivität ausbremsen. Es sind auch in dem Rahmen der Digitalisierung interessante neue Strukturen entstanden, sogenannte Dark Pools. Ich zitiere hier einen Forscher, der sich da sehr intensiv mit beschäftigt hat, Werner Matli, der sagt, vertrauliche Handelsinformationen der Kunden, der Betreiber solcher Dark Pools wurden systematisch missbraucht, interne Aufsichtsmechanismen waren inexistent und die Aufsichtsbehörden wurden hereingelegt oder im Dunkeln gelassen. Die Digitalisierung hat an manchen Stellen ermöglicht, dass intransparente, unkontrollierbare Strukturen am Finanzmarkt entstanden sind, die an die Stelle getreten sind von einem früher sehr transparenten und fairen Börsenhandel. Ich komme zu meinem fünften Punkt. Immer wieder Krise habe ich ihn überschrieben. Man kann jetzt darüber streiten, ob wir immer noch oder schon wieder in einer Finanzkrise sind und wie man sie genau abgrenzt. Ich will mal kurz den Rückblick machen, weil die Zahl vielen Leuten nicht bekannt ist. Die Regierung hat nämlich alles getan, dass man sie gar nicht wahrnimmt. Ich habe es damals als Abgeordneter mit einer Reihe von parlamentarischen Anfragen herausgearbeitet. Die Bankenrettungen aus den Jahren 2008, 2009 kosteten den deutschen Steuerzahler 70 Milliarden Euro. Das ist viel Holz. Und es zeigt eben, wie teuer Finanzkrisen sind. Ich bin vorher im Zusammenhang mit der Umverteilung auch auf die negative Wirkung in Bezug auf die Vermögensverteilung eingegangen. Nun, wenn man sich es anschaut, dann ist aber diese Bankenkrise von 2008 leider keine Ausnahme gewesen, sondern ich habe hier mal den Rückblick gemacht bis in die 80er. Es gab immer wieder große Finanzkrisen. Japan 1990, bis heute eigentlich noch in einer Niedrigzinssituation, seither eigentlich nie mehr richtig aus der Grütze gekommen. Die Peso-Krise in Mexiko, die Asien-Krise. Long-Term Capital Management steht für einen Hedgefonds, der ähnlich wie jetzt kürzlich dieser Archegos-Hedgefonds die Finanzmärkte ins Erschüttern gebracht hat, damals aber wirklich eine Intervention der Notenbanken ausgelöst hat. Dann die Dotcom-Blase, die geplatzt ist, dann die große weltweite Finanzkrise und hier endet die Grafik. Eigentlich schließt sich unmittelbar die Euro-Krise an. Und 2020, da gehe ich gleich in der nächsten Folie nochmal drauf ein, haben wir eigentlich auch schon wieder heftige Interventionen der der Aufsichtsbehörden und vor allem der Zentralbanken, weil der Finanzmarkt zu Beginn der Covid-Krise völlig außer Rand und Band gerät und es drohte eine Riesenfinanzkrise erneut zu entstehen. Eigentlich kann man sagen, fast kontinuierlich Finanzkrise. Das war nicht immer so. In den 50er bis 70er Jahren ist der Finanzmarkt wesentlich stabiler gewesen. Wir hatten ein stabileres Währungssystem, stabilere Regeln am Finanzmarkt. Und diese ständige Krisenhaftigkeit ist schädlich für die Realwirtschaft und führt dazu, dass unsere ganze Wirtschaftsordnung sich massiv verändert hat. Das meine ich wieder. Es ist nicht nur ein finanzieller Schaden, sondern es verändert in einer negativen Weise unsere Gesellschaft. Übrigens gibt es auch Forschung, die zeigt, dass nach großen Finanzkrisen das politische System auch erschüttert wird. Es ist kein Zufall, dass die AfD in der Eurokrise gegründet worden ist. Was meine ich mit der Veränderung der wirtschaftlichen Struktur? Die Zentralbanken sind in jeder dieser Krise nach und nach größer geworden, weil sie in ihren großen Interventionen zur Stabilisierung immer mehr ihre Bilanzen aufgebläht haben. Und der letzte Anstieg ist 2020. Von uns kaum wahrgenommen worden in der breiten öffentlichen Diskussion, weil es natürlich damals auch zu Recht um unsere Gesundheit ging, um die Pandemie. Aber im März 2020 ist von der Art der Krise für die Experten hier auch der US-Staatsanleihenmarkt war plötzlich unter Druck und rauschten die Kurse in den Keller. Nur noch Dollar-Cash war gefragt. Das ist eine dramatischere Finanzmarktsituation als 2008 gewesen, wo zumindest der Staatsanleihenmarkt noch stabil war. Und in der Quantität sind die Interventionen der Zentralbanken im März 2020 größer gewesen als auf dem Höhepunkt der Bankenkrise im Herbst 2008. Kaum wahrgenommen,
Aber ich meine, wir müssen uns damit beschäftigen, dass sobald irgendwas passiert, der Finanzmarkt einfach instabil ist, weil er einfach krisenanfällig gebaut ist und die Regulierungen nicht gelungen sind. Und nochmal einen kleinen Ausblick auch. Die Grafik müssen Sie nicht im Einzelnen anschauen. Ich will aber eine Entwicklung zeigen. Seit 2008 ist systematisch der Finanzmarkt schneller gewachsen als die Realwirtschaft. Und hier ist es eine Grafik für die US-Unternehmensanleihen, die uns zeigt, dass gerade die schlechteren Qualitäten bei den Unternehmensanleihen stärker gewachsen sind als die guten Qualitäten. Es heißt, wir haben ein quantitatives Problem, wenn die Schulden stärker wachsen, kontinuierlich, über mehrere Jahre, als die reale Wirtschaft, wird das System instabil. Und es ist auch ein qualitatives Problem an dieser Stelle. Ich mache mir also durchaus Sorgen, dass wir nicht nur im Rückblick ständig Finanzkrisen haben, sondern auch im Vorausblick, auch die nächsten Jahre, es immer wieder wackeln wird. Zuletzt, wie gesagt, hat ein Hedgefonds Archegos richtig nochmal Trouble gemacht und einigen Banken Milliardenverluste verursacht. Das ist einfach alles etwas instabil aufgestellt. Ich komme zum letzten Punkt, der ein bisschen erklärt, warum das so ist. Ich werde häufig in Vorträgen gefragt, aber warum ist das eigentlich so? Warum sollte doch eigentlich nach 2008, da war doch das Versprechen, dass wir regulieren, dass wir den Finanzmarkt stabil aufstellen. Nun ja, das Versprechen wurde gegeben, als das Licht der Öffentlichkeit auf diesen Fragen war. Und dann kamen nachher, als unsere Gesellschaft sich dann mit anderen Fragen, Flüchtlingskrise, Klimakrise und so beschäftigt hat, die ja auch ihre Bedeutung haben, die üblichen Kräfteverhältnisse wieder zum Zug. Und das bedeutet eben, dass es sehr viele Menschen gibt, die daran arbeiten, dass die Regeln gut sind für wenige Gewinner am Finanzmarkt und schlecht für unsere Gesellschaft. Wir haben das mal als eine Studie von Finanzwende versucht zu erfassen, wie viele Leute da unterwegs sind. Das ist eine konservative, also eine vorsichtige Schätzung. Wahrscheinlich ist es deutlich mehr. Über 1500 Menschen arbeiten in Lobbyorganisationen des Finanzsektors, Bankenverband, Versicherungsverband, der Verband der Fondsindustrie, die Inkassounternehmen etc. Das sind über 250 verschiedene Organisationen. Das Budget sind mindestens 200 Millionen Euro pro Jahr. Wahrscheinlich ist es deutlich mehr. Es gibt dafür, weil es kein einheitliches Lobbyregister gibt, keine Daten an sich. Wir haben das versucht, über eine aufwendige Recherche herauszufinden, wie es sich darstellt. Und dies ist eine Investition, was da ausgegeben wird. Banken und Versicherungen investieren da rein, dass die Regeln so sind, dass Banken und Versicherungen viel Geld verdienen können am Markt, zu Lasten von Kunden. Das kann man an manchen Stellen sehr schön sehen. Wir haben heute eine Aktion gemacht zur Riester-Rente. Die Organisation der privaten Altersvorsorge in Deutschland ist in den letzten 20 Jahren ganz stark an den Interessen der Versicherungslobby orientiert worden. Und da sieht man, wenn eben statt einem kostengünstigen Produktangebot für die Bürger ein Produktangebot auf den Weg gebracht wird vom Staat und unterstützt wird mit Subventionen, wo ganz viel im Finanzvertrieb hängen bleibt und die Versicherungen große Kosten, also große Kostenblöcke, viel Personal damit zahlen können, dann hat sich die Investition in die Personalausstattung des Versicherungsverbandes gelohnt. In eine Politik, die für uns alle nicht gut ist, aber für einzelne Akteure am Finanzmarkt gut ist. Das ist das Wesen des Finanzlobbyismus und wir haben es hier mit einer richtig großen Organisation zu tun. Finanzwende hat sich aufgemacht, hier ein Gegengewicht zu bilden. Und die Idee ist, dass dort, wo viele Bürgerinnen und Bürger mitmachen, zum Beispiel jetzt bei dem Thema Riester-Rente mit einer Petition, die sie unterschreiben können, wo sie Anliegen unterstützen können, dass wir es schaffen, ein Gegengewicht zu machen. In der Idee, und das ist etwas, was meinen eigenen Weg kennzeichnet, dass man allein als Abgeordneter im Bundestag es nicht drehen kann, sondern dass wir die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse drehen können. Und das geht nur, wenn viele Menschen mitmachen, wenn das nicht nur man meint, das sollen die Politiker mal tun. Dort, wo es nicht öffentlich ist, sind die Lobbyisten einfach stärker als wenige kritische Politikerinnen und Politiker. Wir haben uns ein paar konkrete Ziele vorgenommen. Finanzkriminalität bekämpfen, das System stabiler machen, damit es weniger Krisen produziert. Wir wollen, dass die Finanzmärkte die ökologische Transformation unterstützen. Wir wollen, dass es besser ist für Anleger und Verbraucherinnen.
so, dass der Markt so organisiert ist, dass es deren Interessen dient und nicht der Anbieterseite. Wir wollen ungerechte Spielregeln an den Finanzmärkten, zum Beispiel, wie ich sie im Wertpapierhandel genannt habe, korrigieren. Und wir wollen das Gegengewicht zur Finanzlobby sein, weil wir meinen, es muss eben hier zu einer besseren Kräfteverhältnis kommen. Ich habe das selber im Bundestag erlebt, wenn dann bei einer Anhörung irgendwie von 20 Experten, die geladen sind, 18 bezahlte Lobbyisten sind und nur 2 unabhängig, da können Sie sich vorstellen, wie die Diskussion verläuft. Und das haben wir vor zu ändern. Ganz kurz noch Informationen zum Buch. Sie kriegen es natürlich bei Ihrem lokalen Buchhändler oder über den Campus Verlag oder auch bei bücher.de. Und ja, ich freue mich auf die Diskussion und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Schick. Sehr beeindruckend, auch vor allen Dingen die Tiefe auch der Informationen unterlegt mit Statistiken. Wir haben schon im Chat einige zustimmende Worte auch bekommen, auch schon Danksagungen für die Informationen und die tiefen Einblicke. Ich habe jetzt schon mal das so in 5 bis 6 Themenbereiche gruppiert, die jetzt im Chat auch als Fragen oder auch als Kommentare gestellt wurden. Deshalb fange ich jetzt mal mit dem ersten Themenbereich an, die Abgrenzung zwischen Kapitalvermögen und Bankenkapital. Also wir haben auf der einen Seite natürlich das Kapitalvermögen, was sich zunehmend ja auch ungleich verteilt. Corona hat ja auch entsprechend seinen Teil dazu beigetragen, auch heute, wenn der DAX 2,5% aufgrund der Zahlen von, oder trotz der Zahlen von E.ON, gefallen ist und immer noch über 15.000 Punkte steht, haben wir immer noch sehr, sehr starke Kapitalvermögen bei den Hochvermögenden. Aber auf der anderen Seite, wie steht es dann letztendlich um das Vermögen, was selber die Banken halten, auch als Interbankenhandel? Also vielleicht können Sie zu diesem Zusammenhang etwas sagen. Ja, also da muss man sozusagen mit dem Begriff Kapital an ein paar Stellen ein bisschen vorsichtig sein, ne, und das separieren. Also ein großes Thema bei der mangelnden Stabilität unseres Finanzsystems ist, dass viele Aktivitäten am Finanzmarkt mit zu wenig eigenem Kapital finanziert werden und zu stark über Fremdkapital, also Schulden. Während ein realwirtschaftliches Unternehmen im Durchschnitt etwa 20-30% Eigenkapitalausstattung hat, und sich nur den Rest, also etwa 2/3, etwas mehr als 2/3 von der Bank leiht oder über Anleihen am Kapitalmarkt finanziert, haben wir es im Bankensystem so etwa mit 4% Eigenkapital zu tun. Und der Rest sind eben Anleihen, die aufgenommen werden oder Kredite von anderen Institutionen. Das gilt auch übrigens für viele Hedgefonds. Man spricht hier von Hebelung, Leverage. Und das wird gemacht, weil je mehr Schulden ich draufpacke, desto höher ist bei einem positiven Ertrag das, was ich für mein eingesetztes Kapital bekomme. Wenn es aber schlecht läuft, werden dadurch auch die Verluste sehr, sehr groß. Und man kann zeigen in den Finanzkrisen der letzten Jahrzehnte, dass wenn Banken so eine Eigenkapitalausstattung von mindestens 10% hätten, fast alle ohne Hilfen vom Steuerzahler ausgekommen wären. Sieht man auch übrigens sehr gut im Vergleich. Kanada hatte eine härtere Eigenkapitalvorschrift für Banken und musste in der großen Weltfinanzkrise keine Banken retten. Deutschland hatte das nicht. Wir mussten viele Banken retten. Das Geldvermögen, von dem ich vorgesprochen habe, in der Konzentration, ist dann etwas, da schauen wir uns praktisch die Verteilung an und den Wachstum des Kapitals insgesamt. Und wie ich gezeigt habe, ist eben dieser Finanzmarktwachstum ganz stark auch verbunden mit dieser Leverage, weil ganz stark diese Gesamtfinanzmarktwachstum ein Wachstum von Schuldtiteln ist, weil die ganze Entwicklung zu stark schuldenfinanziert ist. Es gibt eine interessante Statistik, die habe ich jetzt hier nicht aufgenommen, die zeigt, dass für eine Einheit Bruttosozialprodukt oder Bruttoinlandsprodukt, also Wertschöpfung unserer Volkswirtschaft, wir heute mehr Kreditaufnahme brauchen als früher. Und das zeigt eben, dass insgesamt hier der Schuldenhebel zugenommen hat und deswegen unser System instabiler ist als früher. Und ich meine, dass man das korrigieren muss. Deswegen sprechen wir zum Beispiel von einer Schuldenbremse für Banken. Ich hoffe, das
antwortet es verständlich genug. Ja, vielen Dank. Kurze Nachfrage, die auch gerade just in diesem Moment auch noch in den Chat reinkam. Ist die Eigenkapitalquote bei Banken nicht nach der Finanzkrise erhöht worden? Ja, mit riesigem Aufwand. Allerdings startete sie für einen sehr niedrigen Niveau. Und es ist erst vor ziemlich kurzem, also nicht unmittelbar nach der Finanzkrise, sondern erst nach langen Jahren gelungen, wenigstens eine Mindesteigenkapitalquote von 3% im Verhältnis zur Bilanzsumme durchzusetzen. Und das ist natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, wie man das bewertet. Das habe ich auch mit manchen Bankvorständen kritisch diskutiert, wo ich gesagt habe, ich nehme ja zur Kenntnis, dass ihr inzwischen eure Eigenkapitalquote deutlich gesteigert habt. Aber im Verhältnis zu dem, was wir in anderen Unternehmen unserer Wirtschaft haben, ist das halt immer noch viel zu gering. Und der eigentliche Maßstab kann nicht sein, wie viel es gesteigert wurde, sondern der eigentliche Maßstab muss doch sein, wird verhindert, dass in Zukunft die Risiken auf den Steuerzahler abgedrückt werden. Denn das ist die Konsequenz. Und das können wir genau sehen bei den Ratings, bei den Bewertungen, bei den Zinssätzen können wir sehen, dass der Markt, der Finanzmarkt bei der Bewertung von Bankanleihen de facto immer wieder eine staatliche Rettungsaktion bei den großen Banken einpreist. Deswegen zahlen große Banken mit riskanterem internationalen Geschäft häufig geringere Zinsen als kleine Institute, die vielleicht nicht gerettet würden. Also eigentlich eine paradoxe Situation. Und sie zeigt genau, dass wir alle eigentlich eine Art Versicherungsgesellschaft für Großbanken nach wie vor sind. Und diese Rolle, die leuchtet mir nicht ein. Ich finde, diejenigen, die die Erträge bekommen, nämlich die Aktionäre, sollen auch die Risiken tragen. Und das findet eben nur dann statt, wenn es ausreichende Eigenkapitalausstattung gibt. Deswegen müsste man diesen Pfad ganz konsequent weiterführen und die Banken zwingen, nach und nach bis zu mindestens 10% Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme aufzustocken. Ja, also ich kann mich hier an der Stelle hier auch outen. Ich bin gelernter Bankkaufmann und Diplomkaufmann, habe mit einer deutschen Großbank zusammen auch studiert. Und in meiner Zeit war die Devise des Vorstandsvorsitzenden, dass sie eine Eigenkapitalquote von 25% erreichen wollen. Denn damit hätten wir im Prinzip diesen Mechanismus nicht, dass wir, wie Sie es ja auch in dem Vortrag gesagt haben, 70 Milliarden Euro bezahlen als Steuerzahler, um entsprechende Banken zu retten. Zweiter Themenkomplex, den wir zusammengestellt haben, den nächsten wird dann Martina Bonatz übernehmen, zu den politischen Steuerungsmechanismen. Doch zuvor der Zusammenhang Steuerpolitik, Vermögensverteilung. Also wir befinden uns ja hier innerhalb der ökologisch-demokratischen Partei, des Arbeitskreises Gemeinwohlökonomie. Wir haben ja auch einen eigenen steuerpolitischen Ansatz, wo wir auch sagen, eher Luxusgüter müssen höher besteuert werden, Grundbedürfnisse oder Produkte, Dienstleistungen, die die Grundbedürfnisse erfüllen, sondern niedrig bis gar nicht besteuert werden. Also wir haben einen ganz anderen Ansatz, auch die Energiebesteuerung. Aber hier der genaue Zusammenhang, inwiefern sehen Sie, das ist schon fast eine rhetorische Frage, aber diese kam im Chat, wie die aktuelle Steuerpolitik auch zur Vermögensverteilung und dementsprechend auch zur Kapitalverteilung beiträgt. Danke. Finanzwende arbeitet im Wesentlichen zu den Finanzmarktfragen und nicht im Kern zu den Steuerfragen, nur soweit sie eben praktisch den Finanzmarkt auch betreffen, also zu einer Finanztransaktionssteuer, zu den Cum-Ex-Geschäften, das sind ja Steuerfragen am Finanzmarkt. Das heißt, dass ich jetzt nicht im Detail zur Steuerpolitik Stellung nehmen möchte. Aber was mir wichtig ist, ist eben, wir werden es auch durch eine gute Steuerpolitik nicht schaffen, die Umverteilung von unten nach oben, die am Finanzmarkt stattfindet, zu korrigieren. Also wie lange müssen Sie denn allein um diese Bankenrettungen, die eine Umverteilung von unten nach oben sind, zu kompensieren, eine Vermögensteuer erheben? Und wie wollen Sie die Wirkungen, die es hat, dass immer wieder Menschen in die Überschuldung kommen durch überhöhte Zinssätze? Wir haben eine Untersuchung gemacht. Wir haben uns angeguckt, Konsumentenkredite, und haben Testkäufer in die Banken geschickt.
und haben festgestellt, dass teilweise, wenn die Restschuldversicherungen da oben drauf gepackt wurden, so dass die Kunden es meistens nicht kapiert haben, was da passiert, effektive Verzinsungen von 20% rauskommen. Die Targo Bank hat als ein Institut, was ganz spezialisiert ist auf dem Geschäft eher mit Menschen aus den ökonomisch schwächeren Gruppen unserer Gesellschaft, zwischendurch eine Eigenkapitalrendite von 40% erwirtschaftet. Also besonders gut verdient, gerade im Geschäft mit besonders schwachen, ökonomisch schwachen Menschen. Diese Umverteilungswirkung, das kriegen wir nicht durch das Steuersystem allein korrigiert. Deswegen meine ich ja, es braucht eine Korrektur. Ich habe mich immer für eine stärkere Vermögensbesteuerung eingesetzt, übrigens auch, weil uns sonst unsere Marktwirtschaft kaputt geht. Eine zu große Vermögenskonzentration, das wussten alle Denker, die sich mit marktwirtschaftlichen Systemen beschäftigt haben, schadet einfach dem System, dann funktioniert es nicht mehr. Aber mein Schwerpunkt ist jetzt eben zu sagen, es geht nicht durch die Steuerpolitik allein, wir müssen auch diese Umverteilungswirkung, die drin ist, korrigieren. Jetzt sage ich aber noch einen Satz, der Ihnen ein bisschen was mitgibt, wie ich das erlebt habe im Bundestag zur Erbschaftssteuerreform. Wissen Sie, es gab ja klare Vorgaben des Verfassungsgerichtes, was zu tun ist bei der Erbschaftssteuer. Aber letztlich haben wir in der Konsequenz über 10 Jahre eine verfassungswidrige Erbschaftssteuer gehabt, weil immer wieder auch Reformen gemacht wurden, die offensichtlich verfassungswidrig waren. Und das ist halt, wenn die Finanzlobby so stark ist, dass sie ihre Interessen durchsetzt, dann wird das mit der Steuerpolitik und der steuerpolitischen Korrektur eben auch schwierig. Dazu gibt es inzwischen sehr relevante Veröffentlichungen, die zeigen, dass wenn die Vermögenskonzentration zu groß wird, der politische Einfluss eben auch erkauft werden kann. Über Medien, über Wissenschaftler, die man entsprechend beauftragt, bestimmte Studien einseitiger Art zu finanzieren etc. Und deswegen glaube ich, wenn wir unsere Gesellschaft als demokratische Marktwirtschaft behalten wollen, dann müssen wir uns sowohl mit der Umverteilungswirkung des Finanzmarkts beschäftigen, als auch mit dieser zu hohen Vermögenskonzentration, die ihrerseits unseren politischen Prozess auch beeinflusst. Vielen Dank. Ich übergebe an Martina Bonatz. Martina, Sie sind auch stumm gezaltet. Das Mikro anmachen. Ja, entschuldige. Also ein weiterer großer Themenkomplex im Chat war, und es ist zum Teil auch schon angerissen worden, jetzt zum Beispiel über eine veränderte Erbschaftssteuer, was eigentlich jetzt an wirklichen politischen Steuerungsmechanismen möglich wären derzeit. Also was ist das, worauf wir hinarbeiten müssen? Wir bei der ÖDP zum Beispiel haben ja ganz stark in unserem Programm, dass wir eine konsequente Trennung von Geschäftsbanken und Investmentbanken zum Beispiel einfordern. Das wäre jetzt eine unserer Forderungen. Aber was wären denn genau noch weitere Ihrer Forderungen? Ja, darf ich ganz kurz noch auf einen Kommentar im Chat eingehen? Das sei Sozialismus. Ganz im Gegenteil. Nach meiner Ansicht ist, wenn der Steuerzahler Banken, private Banken rettet, retten muss, das ist systemwidrig in einer Marktwirtschaft. Ein marktwirtschaftliches System erzwingt, dass die Haftung bei denen liegt, die die Entscheidungen treffen und die die Gewinne machen. Und wenn jetzt wieder im März 2020 die Zentralbanken in Milliarden intervenieren mussten, ETFs aufgekauft haben, Anleihen aufgekauft haben, um den Markt zu stabilisieren, weil er an sich nicht funktioniert, sondern sofort sozusagen in eine negative Rückkopplung kommt und ein völliger Marktzusammenbruch droht, dann ist das ein nicht funktionstüchtiges marktliches System, was wir dringend korrigieren müssen. Ich bin überzeugter Marktwirtschaftler, aber dazu gehört eben auch, einige Privilegien, die es im Finanzsektor gibt, zu korrigieren. Und dazu gehört auch, dass nach Kriseninterventionen, die die Geldvermögen begünstigt haben, man über die Steuerpolitik irgendwie wieder einen Ausgleich schaffen muss, wenn man nicht in ein merkwürdiges System hereinrutschen will. Die Studien, die ich übrigens zitiert habe, kommen in Bezug auf den Einfluss des Finanzvermögens auf die politische Willensbildung, kommen nicht von irgendwelchen sozialistischen Autoren, sondern sie kommen vom Internationalen Währungsfonds und der OECD, der Organisation der Industriestaaten, die in Paris sitzt und die in den letzten Jahren
immer mehr gemerkt haben, dass unser marktwirtschaftliches System in eine Gefahr gerät, weil bestimmte Grundlagen, die über lange Jahre für den Erfolg dieses Systems gestanden haben, nicht mehr da sind. Und gerade am Finanzmarkt können wir feststellen, dass es häufig eine Konstruktion gibt. In guten Zeiten kann man die Erträge einstecken und in schlechten Zeiten hält man beim Staat die Hand auf. Das ist keine Marktwirtschaft und genau die will ich wiederherstellen. So, aber jetzt noch mal kurz zu den konkreten Vorschlägen. Es war mir nur wichtig, das klarzuziehen, weil das, glaube ich, auch für die politische Auseinandersetzung sehr, sehr wichtig ist. Es geht nicht darum, alles zu verstaatlichen. Ich bin ein sehr großer Kritiker der Landesbanken, die Hälfte etwa der Rettungssumme ausgemacht haben. Ich halte nichts davon, alles zu verstaatlichen, sondern wir müssen im Markt die Haftungsprinzipien durchsetzen. Was kann man tun? Bei Banken wie bei Schattenbanken auf jeden Fall genug Eigenkapital und entsprechende Liquiditätsregeln durchsetzen, damit hier das System stabiler wird. Was wir in den letzten Zeiten wieder gemerkt haben, das ging bei dieser Aktie von diesem Videoanbieter, genauso wie jetzt bei Archegos und so, ist es immer wieder der Punkt, dass es dann Fonds gibt, die unter Druck geraten, weil sie Sicherheiten stellen müssen, wenn sich die Kurse ändern. Sie haben da nicht genug Puffer. Und dann muss irgendwie rettend eingegriffen werden. Und das kann einen Dominoeffekt auslösen. Das heißt, das Allerwichtigste ist, mehr Eigenkapital erzwingen bei den entscheidenden Akteuren. Eine zweite Forderung, die extrem wichtig ist, ist Interessenkonflikte korrigieren oder verhindern dadurch, dass man die Strukturen ändert. Es ist vorher im Chat kurz gefragt worden, was macht man denn bei BlackRock? Da hat es doch mit dem Eigenkapital nichts zu suchen. Stimmt, für manche Teile von BlackRock, bei anderen braucht es auch mehr Eigenkapital. Aber nehmen Sie BlackRock, die sind häufig Berater von Regierungen, haben die EZB beraten, die amerikanische Zentralbank und sind gleichzeitig Marktakteur, kriegen geheime Informationen und sagen dann, wenn wir selber für unsere Kunden handeln, nutzen wir die Informationen nicht. Das mag glauben, wer will. Ich glaube es nicht. Hier gibt es massive Interessenkonflikte. Und ich glaube, wenn man ein marktwirtschaftlich sauberes System durchsetzen will, muss man dafür sorgen, dass es hier Trennlinien gibt. Es gibt einen privaten Vermögensverwalter und es mag eine Beratungs- und IT-Gesellschaft geben, aber wir müssen das auftrennen, weil sonst über Interessenkonflikte ein Akteur am Markt ungerechtfertigte Vorsprünge hat und immer mehr sich bei ihm konzentriert. Ich komme noch zu dem Bereich Kriminalitätsbekämpfung. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass die Finanzaufsichtsbehörde so aufgestellt wird und auch die Justiz, dass sie in der Lage sind, Finanzkriminalität wirklich zu bekämpfen. Das hat etwas mit Personalstärke zu tun, mit Qualifikation des Personals. Das hat aber auch was mit politischem Willen zu tun. Das haben wir bei Wirecard gesehen. Wenn natürlich der Wille ist, wegzugucken bei Betrugsvorwürfen, weil man da einen Finanzkonzern aus Deutschland fördern will, dann wird man natürlich auf die Nase fallen. Und hier eine klare Aufstellung einer Finanzaufsicht, die Interesse von Bürgerinnen und Bürgern dafür sorgt, dass kriminelle Aktivitäten schnell aufgedeckt werden und die Täter auch schnell und effektiv bestraft werden, würde unseren Finanzmarkt sauberer machen. Das ist bisher leider nicht gegeben. Da sind manche Leute einfach den staatlichen Akteuren immer wieder eine Nase voraus. Das ist sehr ärgerlich. Und im Bereich Anlegerschutz möchte ich das Thema Provisionsverbot mitgeben. Wir haben einen Interessenkonflikt bei der Finanzberatung. Fast alle Finanzberatung, die in Deutschland stattfindet, wird dadurch honoriert, dass es, wenn dann ein Produkt empfohlen wird, eine Provision für den Berater gibt oder für sein Institut. Das heißt, das ist ein bisschen so, wie wenn der Arzt vom Pharmaunternehmen bezahlt wird, dass er bestimmte Pillen verschreibt. Und das ist im medizinischen Bereich auch ein Problem an manchen Stellen. Im Finanzmarkt ist es das Strukturproblem an sich. Und es gibt natürlich auch Leute, die auf dieser Basis trotzdem gut beraten, weil es anständige Leute sind. Und es gibt auch Honorarberater, die vielleicht keine gute Arbeit machen. Aber grosso modo muss es darum gehen, diesen Interessenkonflikt auszuräumen und eine wirklich unabhängige Finanzberatung sicherzustellen, damit nicht Menschen ständig komplexe, intransparente Finanzprodukte empfohlen bekommen, mit denen sie auf die Nase fallen. Ich habe da auch ein Beispiel aus dem Bekanntenkreis im Buch geschildert. Es ist wirklich dramatisch. In den letzten Jahren sind mir immer wieder Menschen begegnet, die aufgrund einer Empfehlung von irgendeinem Berater, der ein Eigeninteresse hatte, nämlich besonders diese provisionsstarken Produkte zu empfehlen,
die Leute in schlechte Altersvorsorgestrategien gejagt haben und die Leute dann richtig viel Geld verloren haben. Und das ist bitter. Also ich habe Menschen getroffen, die haben dann halt 20.000, 30.000, 50.000 Euro verloren. Selbstständige Handwerker, Altersvorsorge, die sie machen müssen, weil sie nicht im staatlichen System sind. Und das ist dann ein Thema in den Familien. Und ich möchte, dass wir unser System an dieser Stelle sauber aufstellen, unabhängige Finanzberatung, dass die Leute gute Produkte finden. Und dann könnte man auch manche Produktregulierung vielleicht ein bisschen schlanker aufstellen. Das sind mal ein paar konkrete Vorschläge. Bei Riester haben wir uns heute dafür eingesetzt, dass man eben von dem Riester-System weggeht, Riester beendet und einen Neuanfang macht über einen Weg, der ähnlich wie in Schweden ist und wirklich kostengünstiges, vom Staat bereitgestelltes Finanzprodukt geht. In Schweden hat der Bürger am Anfang seiner Rente deutlich mehr auf dem Konto als der Deutsche, der gleich viel eingezahlt hat. Warum kriegen wir das in Deutschland nicht hin? Und zum Lobbyismus, meines Erachtens brauchen wir eine ganz klare Transparenz, auch im Regierungshandeln, und wir brauchen einen legislativen Fußabdruck. Das ist noch nicht durchgesetzt worden. Selbst nach all diesen Skandalen wurde es nicht durchgesetzt. Das heißt, man braucht eine Offenlegung, wer hat am Gesetz mitgewirkt. Wenn da ein Vorschlag vom Bankenverband ist, der kann gut, der kann schlecht sein, aber dass wir wissen, dass er vom Bankenverband kommt, dann kann man da kritisch drauf gucken. Und es braucht natürlich eine wache Zivilgesellschaft. Ich kann Ihnen sagen, zum Thema Cum-Ex habe ich einfach in Deutschland niemand gefunden, außer einem Prof in Mannheim, der dazu gearbeitet hat. Wir versuchen jetzt mit Finanzwende diese Lücke zu schließen, aber eine Gesellschaft, die zu vielen Fragen einfach gar nicht sprechfähig ist, hat natürlich auch das Problem, dass dann die Experten unter sich das ausmachen. Ich habe das häufig erlebt. Und das sind dann halt die Branchenverbände mit der Finanzaufsicht und dem Finanzministerium. Und was da dann rauskommt, das können Sie sich vorstellen. Da sind die Interessen der Bürger einfach nicht vertreten. Das ist in aller Kürze meine Antwort. Es gibt viele Details, aber ich wollte mal versuchen, so ein paar Schwerpunkte setzen, die Sie vielleicht in die Programmarbeit mitnehmen können. Tatsächlich haben wir in unserem Programm ja einige der Punkte schon stehen. Also vor allem auch diese Trennung von Beratergeschäft zu Prüfungsgeschäft in den großen EY, PwC und wie sie alle heißen, gibt ja nur 5 oder 6 davon. Das ist ja für uns auch ein riesiges Problem tatsächlich. Ich würde jetzt gerne den Thomas Schiffelmann, wir haben uns noch einen dritten großen Block rausgesucht, bitten, dass er den nochmal zusammenfasst und hätte danach auf alle Fälle nochmal gerne die Arbeit der Finanzwende angeguckt. Thomas, magst du nochmal weitermachen, bitte? Ja, sehr gerne. Wir haben noch einen dritten Themenkomplex. Es wurde auch im Chat sehr oft der Zusammenhang zu Immobilien hergestellt, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch zu den ESG, also zu den Ecological, Sustainable und Governance-Themen auf Basis der Europäischen Union, die im letzten Jahr ja auch mit eingeführt worden sind, auch im Zusammenhang mit dem Green Deal stehen. Es ist eines meiner Lieblingsthemen, weil ich das mehr als einen Kompromiss finde. Aber es ist jetzt nicht meiner Meinung jetzt hier gefragt, sondern Ihre. Wie sehen Sie im Prinzip auf der einen Seite den Zusammenhang Banken, Sie haben das Beispiel auch Targo Bank aufgezählt. Da gibt es ja auch einen sehr engen Zusammenhang zwischen Konsumkrediten und Immobiliengeschäften. Aber auf der anderen Seite auch dann die Entwicklung auf europäischer Ebene. Ja, das sind zwei große Themen. Vielen Dank für die Frage. Ich fange mal mit dieser Frage ökologische Ausrichtung des Finanzmarktes an. Ich habe da jetzt mitgewirkt an diesem Beirat Sustainable Finance, den die Bundesregierung eingerichtet hatte. Und ich will es mal so zusammenfassen. Letztlich ist es ja der Versuch, dafür zu sorgen, dass am Finanzmarkt es nicht nur um die typischen Finanzkennziffern geht, Liquidität, Rendite, Risiko, sondern auch um die Wirkung auf die Gesellschaft. Und da sind wir in einer Phase der Umwandlung. Es gab mal eine Phase, da haben Unternehmen vor sich hingewirtschaftet und es gab keine Verpflichtung, die Finanzzahlen zu veröffentlichen. Und irgendwann hat man gemerkt, dass ein Finanzmarkt, also das Aktienhandel, nur sinnvoll nötig ist, wenn möglich ist, wenn die Aktionäre irgendwie wissen, was in der Unternehmung ist. Da haben wir Wirtschaftsprüfer eingeführt, damit die das prüfen und so. Und jetzt ist es der Schritt, das nicht nur für Finanzzahlen zu machen, sondern auch für Impact-Zahlen, ökologische, soziale, Governance-Fragen, ethische Fragen. Und der ist erstmal gut. Das Problem ist aber, dass es bisher in diesem Bereich
völlig an staatlichen Standards gefehlt hat und einen Wildwuchs gab von privaten Initiativen, teils mehr, teils weniger ehrgeizig. Mit jedem seinem eigenen Versuch, diesen Phänomenen gerecht zu werden. Und da wurden dann häufig sozusagen Best-in-Class-Ansätze gewählt. Das heißt, man hat irgend so ein Punktesystem vergeben, was in seiner Endlogik, wenn man es mal böse formuliert, dazu führt, dass ein Unternehmen, was klimamäßig schlecht aufgestellt ist und ganz viel Verbrennungsmotoren herstellt, dadurch aber einen besseren Punkt kriegt, dass es vielleicht eine sehr gute Auszubildendenquote hat oder so. Was ja irgendwie so ein bisschen komisch ist. Ich habe das mal mir angeguckt, es ist schon einige Jahre her, und habe festgestellt, dass jeder deutsche Automobilhersteller in irgendeinem Nachhaltigkeitsfonds als der Beste bezeichnet worden ist. Dann wird natürlich die Steuerungswirkung durch solche Nachhaltigkeitsfonds null, wenn jeder dann irgendwie der Beste ist. So, und das ist die Gefahr, die wir haben. Eigentlich eine richtige Orientierung, ökologische und soziale Folgen zur Kenntnis zu nehmen, zu bewerten, daran auch das Investitionsverhalten auszurichten. So hat zum Beispiel ein Nachhaltigkeitsfonds schon vor dem VW-Skandal mit den Abschalteinrichtungen da VW rausgeschmissen, weil die gesagt haben, die Governance gefällt uns nicht. Wir haben den Eindruck, da könnten es einige Skandale geben, die haben keine gute Kontrolle, ob die Compliance stimmt. Und die haben dann den großen Kurssturz in dem Dieselskandal vermieden für ihre Teilhaber, für ihre Investoren. Also von daher sehen wir, dass es durchaus positiv wirken kann. Aber was es fehlt, und daran arbeitet jetzt gerade die europäische Ebene, ist eben eine staatliche Regelsetzung, die sicherstellt, dass es da, wie auch in anderen Bereichen, ist es einfach notwendig, klare Kriterien gibt, die auch extern überprüft werden. Und nicht jeder seine Definition macht und sich selber überprüft. Das hat noch nie geklappt, wenn es um Geld geht. Und das ist jetzt die Herausforderung, schaffen wir es auf europäischer Ebene, Stichwort für die Experten, Taxonomie, zu definieren, was ist eigentlich ein klimamäßig nachhaltiges Investment, und dann darf sich eben nur noch nachhaltig nennen, wer da entsprechend auch ökonomisch aktiv ist und das bestätigen kann. Und plötzlich werden aus diesen Ökozahlen, die irgendwie man selbst definiert hat, genauso harte Zahlen wie die Finanzzahlen und werden auch vom Wirtschaftsprüfer überprüft. Das ist eigentlich der Weg, in den wir hinwollen. Und dann wird auch das Greenwashing, kann dann auch rausgenommen werden. Das ist aber noch ein weiter Weg, gerade auch bei den sozialen Fragen. Die sind da noch überhaupt nicht richtig aufgerufen. Ich halte es aber in der Summe für einen richtigen Weg mit der Ziellinie, dass wir eigentlich den Impact bei jedem Investment mitdenken. Kurzes Zurückspulen. Ja, da sind wir schon bei dem Zusammenhang mit dem Immobilienmarkt. Als die Immobilienblase in Spanien platzte, merkten plötzlich manche Leute in Deutschland, dass sie in völlig idiotischen spanischen Immobilienprojekten irgendwo in der Pampa investiert waren, über irgendeinen Fonds. Und der hatte super Rendite die Jahre davor gezeigt und super Kursentwicklung. Das war aber Teil einer Blase, weil sich niemand überlegt hat, wo bin ich eigentlich real investiert. Und der Finanzmarkt, den wir uns vorstellen bei Finanzwende, ist einer, wo Menschen wissen, wo bin ich investiert und was hat es für eine Wirkung in den verschiedenen Dimensionen und kann ich das ethisch rechtfertigen. Also ein Finanzmarkt, wo der Geld hat, seine Verantwortung nicht irgendwo abgibt, sondern ihr auch gerecht wird, ihr aber auch gerecht werden kann, weil entsprechende Informationen zur Verfügung stellen, die genauso testiert sind wie die Finanzzahlen. So, da muss man natürlich auch gucken, dass Wirtschaftsprüfer sauber arbeiten, Klammer zu. Aber das war jetzt nicht das Thema dieses Redebeitrages. So, ich hoffe, dass ich das damit ein bisschen deutlich gemacht habe, wo ich meine, dass die Reise ja hingeht und warum ich die Kritik, die teilweise im Chat war, dass da manches Greenwashing ist und Fake und so, die teile ich. Ich glaube, da muss man jetzt richtig dran arbeiten. Viele sind bisher explorative Versuche, dem Phänomen gerecht zu werden. Es gibt auch manche sehr konsequente und gute Anbieter in dem Bereich. Wo es hinkommen muss, ist, dass wir den Gesamtmarkt mitnehmen und das auf saubere Füße stellen. Stabile Füße stellen. Und da sehe ich jetzt im Prinzip die großen Gefahren. Ich habe vor 20 Jahren schon meine Diplomarbeit über das Thema ethische und ökologische nachhaltige Kapitalanlage geschrieben und verfolge das intensivst. Und gerade dadurch, dass ich auch bei sehr vielen Konferenzen und Kongressen eingeladen bin, wo ich auch zum Teil spreche, wie morgen wieder ein großer Stiftungskongress, erlebe ich es als große Gefahr, dass jetzt der heilige Gral ESG-Kriterien
vor sich hergetragen wird und alle Banken, die massiv investieren in Mitarbeiter, die dann jetzt sich für das Thema Nachhaltigkeit jetzt aussprechen sollen und dann dem Verbraucher, dem Kunden, dem Investierenden dann auch sagen, auf Basis von ESG-Kriterien, auf Europa alles geprüft etc. und geben dann das Gefühl, dass man hier nachhaltig investiert. Ist aber nicht so. Es ist der kleinste gemeinsame Nenner, der nach vielem Ringen, ja, Sie wissen, wie das auch in der Europäischen Union abläuft, in der Kommission, genauso wie im Bundestag, einigt man sich auf einen Kompromiss, aber er wird uns nicht helfen, auch nicht klimatisch und auch nicht in der starken Umverteilung zwischen Arm und Reich. Aber ich freue mich sehr zu hören, dann übergebe ich natürlich wieder an die Martina, dass Sie auch eine Position vertreten, in dem wir über Ratings sprechen, in dem wir wirklich über echte nachhaltige Investments sprechen. Und dann sind Sie genau absolut auf der Linie von der ÖDP. Mensch. Aber wir haben ja im Vorgespräch schon festgestellt, dass Sie schon mal eine große Affinität zur ÖDP hatten. Also von daher, wer weiß, was noch passiert. Gut. Ich bin jetzt so ein bisschen am Rätseln. Also es gab noch wahnsinnig viele Beiträge, die unsere Altersvorsorge betreffen. Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht noch mal kurz anreißen sollten, ob das vielleicht wichtig wäre, dass man noch mal sagt, wie das in Schweden funktioniert. Zum Beispiel eben auch, weil Sie ja heute schon in Berlin demonstrieren waren, habe ich jetzt in Social Media gesehen. Und dann hätte ich mal noch eine ganz andere Frage. Und zwar wurde auch so ein bisschen angerissen, wie die Bürgerbewegung Finanzwende eigentlich aufgestellt ist. Also gibt es denn auch Pendants in anderen europäischen Ländern? Versucht man auch ein bisschen europaübergreifend zu arbeiten? Weil es gab ja diverse gute Ansätze schon. Also die Tobin Tax zum Beispiel. Es gab schon andere Formen der Besteuerung, die aber ja nie erfolgreich waren. Also die sind ja immer, die konnten sich ja nie durchsetzen. Also Ziel ist ja wohl, so wie ich das verstanden habe, schon eine breite Bürgerbewegung aufzustellen, um den Druck von der Straße und von den Bürgern zu bekommen. Aber nur in Deutschland wird hier im Chat gefragt, ob das Sinn macht. Also wir haben von Anfang an mit Finance Watch, einer Organisation in Brüssel, kooperiert, weil man natürlich das europäisch aufstellen muss. Aber Sie können natürlich jetzt nicht von vornherein alles hinkriegen. Und wir sind schon mal ganz froh, dass wir es geschafft haben, eine Lücke in der Zivilgesellschaft zu füllen. Bisher gab es eben keine zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich ausschließlich diesen Finanzmarktthemen in ihrer gesamten Breite gewidmet haben. Es gab einzelne, die sozusagen die ökologischen Aspekte am Finanzmarkt sich angeschaut hat. Es gibt Verbraucherorganisationen, aber so zu Themen wie Cum-Ex oder Bankenregulierung hat einfach zivilgesellschaftlich niemand gearbeitet. Und wir wollen uns da und sind auch europäisch vernetzt. Ich kenne da die Kollegen in Spanien und in Frankreich und wir haben auch schon Aktionen mit italienischen Partnern gemacht und einer europäischen Organisation, also arbeiten eng mit Forschern in den Niederlanden und Großbritannien zusammen. Ja, man muss da versuchen, europäisch zu kooperieren, aber es gibt auch ein paar Baustellen, die haben wir ganz spezifisch in Deutschland. Deswegen gibt es auch Sinn, genau in Deutschland zu arbeiten. Also zum Beispiel gibt es eine Kategorie sehr intransparenter, komplexer Finanzprodukte. Das sind eigentlich Derivate für den kleinen Mann und die kleine Frau. Die heißen bei uns Zertifikate. Und auch Experten haben Schwierigkeiten, die zu verstehen. Werden aber in Deutschland immer wieder verkauft, übrigens auch von Sparkassen und Volksbanken ganz besonders. Das ist ein Markt, den gibt es so in anderen Ländern nicht. Na, dann müssen wir uns damit in Deutschland beschäftigen. Und die Problematik, dass hier Landesbanken gerettet werden, naja, das ist einfach eine deutsche Thematik, das gibt es so in anderen Ländern überhaupt nicht. Auch ist der deutsche Lebensversicherungssektor schwacher aufgestellt als die Lebensversicherung in anderen Ländern, weil bei uns die Regulatorik und die Produktwelt eine andere ist als zum Beispiel in Frankreich. Und deswegen versuchen wir, das von Deutschland aus aufzubauen und mit anderen Akteuren zu kooperieren. Und die Idee, das will ich nochmal sagen, ist, nur wenn wir die Themen in die öffentliche Diskussion bringen, haben wir eine Chance, dass die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern berücksichtigt werden. Solange das im Hinterzimmer läuft, das habe ich stark genug gesehen in meinen 13 Jahren im Bundestag, haben wir da kaum eine Chance. Ich habe da häufig, glaube ich, das Richtige gesagt, aber ich konnte es halt nicht durchsetzen. Also mal
zwei kurze Beispiele dazu nochmal, dass man sich konkret vorstellen kann. Wir haben das uns angeschaut, wie ist das Kräfteverhältnis bei Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen. 9:1 zugunsten der Finanzlobbyisten und zulasten der Zivilgesellschaft und unabhängiger Akteure. Ich musste bei manchen Sachverständigenanhörungen darum kämpfen, dass auch wenigstens ein unabhängiger Wissenschaftler im Finanzausschuss gehört wird. So, dieses Gegengewicht, das müssen wir erstmal aufbauen aus der Bürgerschaft. Und da muss man wirklich arbeiten, dass es da einigermaßen Augenhöhe gibt. Und ein anderes Beispiel, wissen Sie, als dann da in letzter Minute von der Commerzbank noch eine Regelung in das Gesetz reinkam, mit der sich der Commerzbank-Vorstand eine Ausnahme genehmigt hat von der Regel, dass gerettete Banken einfach einen Gehaltsdeckel haben für ihre Vorstände. Das kommt dann in der letzten Minute da in den Finanzausschuss. Da habe ich natürlich bei der Parlamentsrede darüber mich geärgert und habe da Applaus bekommen. Aber wenn ich in dem Moment einen Verteiler, wie wir ihn gerade aufbauen, gehabt hätte, von Zehntausenden von Menschen, die dann in dem Moment sagen, okay, das finde ich auch der Hammer, da schreibe ich eine Mail. Vielleicht hätten wir sowas dann auch verhindern können. Also ich glaube, wenn wir es schaffen, da zusammenzuarbeiten aus der Bürgerschaft, ich bin so vielen Menschen begegnet, die sich über die Sachen, wie sie am Finanzmarkt derzeit laufen, ärgern. Nicht, weil sie den Finanzmarkt abschaffen wollen, das wäre Quatsch, wir brauchen Banken, wir brauchen Versicherungen. Sondern die sagen, da hat sich was zum Negativen verändert und das müssen wir korrigieren. Wenn nur ein Teil von diesen Menschen mitwirkt, dann können wir, glaube ich, ein wirklich relevantes Gegengewicht schaffen. Ja, das glaube ich auch. Deswegen haben wir Sie ja eingeladen. Es kam auch prompt schon die Frage, ob wir jetzt alle, ja, wie wird man bei Ihnen, wie dockt man bei der Finanzwende an? Das ist ja mal eine ganz gute Frage. Wird man Mitglied, Spendenmitglied vermutlich? Klar. Also das ist ja schon irgendwie ÖDP-Ziel eigentlich auch immer, die Leute von der Basis zu bewegen, sich zu engagieren. Sie dürfen gerne den Link gleich noch reinstellen. Ich glaube. Ich kann sagen, es gibt verschiedene Formen sozusagen des Engagements. Das eine ist das, was ich gesagt habe. Einfach, dass wir sie erreichen können. Auf Twitter folgen, in den Newsletter eintragen, ist natürlich eine Möglichkeit, dass wir, wenn wir konkret etwas sehen, was falsch läuft, einfach sie informieren können und wir dann gemeinsam versuchen, da ein Gegengewicht aufzustellen. Wir haben das schon an ein paar Stellen geschafft, wo wir dann mit ein paar tausend Mails, die dann plötzlich da an einer entscheidenden Stelle eingegangen ist, Leute gesagt haben, vielleicht müssen wir uns doch da mal irgendwie damit beschäftigen. Man kann das erreichen. Ich weiß das aus meiner Zeit als Abgeordneter, das funktioniert. Also das ist sozusagen der erste Schritt, den jeder tun kann, einfach für uns erreichbar sein, damit wir gemeinsam handlungsfähig sind. Das zweite ist natürlich, Mitglied zu werden. So etwas braucht natürlich auch eine finanzielle und eine Mitgliederbasis. Wir haben das als Verein deswegen aufgebaut. Da freuen wir uns sehr, wenn Leute mitmachen können. Das können finanziell nicht alle machen. Wir haben einen Mindestbeitrag von 5 € im Monat, sodass die Hürde nicht groß ist. Wollen, dass möglichst viele Leute mitmachen können, weil das natürlich auch ein Zeichen dafür, dass eine Organisation Unterstützung findet. Und dann gibt es Menschen, die aufgrund ihrer speziellen Kenntnisse am Finanzmarkt auch ehrenamtlich bei uns mitarbeiten oder uns mal was stecken. Ich fordere niemand dazu auf, Geheimnisse zu verraten, was er nicht tun darf oder sie. Aber es gibt zum Beispiel Leute, die sind jetzt gerade irgendwie ausgestiegen, haben bei der Bank oder bei einem Fonds gearbeitet und sagen, ich habe mitgekriegt, wie viel da schief läuft. Ich arbeite jetzt ehrenamtlich bei Finanzwende mit. So, das geht natürlich nur, wenn man wirklich Ahnung hat, denn wir müssen ja die Sachen wirklich mit Kompetenz auch aufarbeiten. Deswegen kommt man da nicht im Einzelfall immer zueinander, aber Sie können mitnehmen, dass bei praktisch jeder Aktivität, bei fast jedem Text, den Sie von Finanzwende finden, ehrenamtliches Engagement mit dabei war von Menschen, die sich am Finanzmarkt aufgrund langjähriger Berufserfahrung super auskennen und uns auf diese Art und Weise auch unterstützen. Auch eine ganz, ganz wertvolle Form der Unterstützung, für die wir sehr, sehr dankbar sind und der den Charakter von Bürgerbewegung ausmacht. Das ist für mich auch wichtig. Ich habe zu den Themen ja früher im Bundestag gearbeitet. Der Seitenwechsel gab nur Sinn, das Mandat niederzulegen, wenn es ermöglicht, dass ganz viele Menschen jetzt zusammenarbeiten, die vorher nicht zusammenarbeiten konnten, weil wir dafür die Infrastruktur sozusagen aufbauen. Ja, ganz herzlichen Dank. Dürfen wir Sie noch zwei Fragen aus dem Chat
Fragen zu den Themenkomplexen Inflation und Geldschöpfung. Natürlich. Ja, Inflation ist ja ein Schreckengespenst, zumindest für viele, die auch viel Geld haben. Höre ich auch mal in vielen Diskussionsrunden. Und aktuell ist natürlich auch das Thema Inflation aufgrund steigender Preise, Ausweitung der Geldmenge etc. natürlich auch ein großes Thema. Also auch hier mehrere Fragen. Wie werten Sie das Thema Inflation? Wann kommt die nächste Inflation, vielleicht sogar eine Hyperinflation? Und der zweite Bereich, Geldschöpfung. Sie haben, das ist im Prinzip eine systemische Frage. Warum sollten Banken auch mit ihren Risiken haushalten, wenn sie per se dann vom Staat durch Rettungsschirme aufgefangen werden oder durch auch eigene Mechanismen? Also welche alternativen Vorschläge haben Sie jetzt hier auch mit der Finanzwende auch zum Bankensystem als solches? Ja, vielen Dank für die Fragen. In Bezug auf die Inflation, wann sie kommt und wie sie kommt und ob sie kommt, muss ich zugeben, dass ich meine Glaskugel jetzt für den heutigen Vortrag nicht mitgebracht habe. Ich will sagen, wir sehen unsere Aufgabe als Institution nicht darin, da jetzt eine Prognose abzugeben. Ich selber meine, dass sehr viel vor einer Inflation gewarnt worden ist in den letzten Jahren, zu Unrecht, weil wir eher in einer deflatorischen Situation waren. Das muss nicht dauerhaft so bleiben, aber ich habe mir besonders das Szenario Japan angeschaut, das eben seit der Finanzkrise 1990 praktisch kontinuierlich in einer Niedrigzins- und Niedrigwachstumssituation gewesen ist. Übrigens mit heftigen Wirkungen auch für die Altersvorsorge und für die Verbraucher im Versicherungsbereich. Und für mich ist die derzeitige Finanzlage eigentlich mit der Niedrig- oder Negativzinssituation ein Symptom dafür, dass der Finanzmarkt nicht mehr funktioniert. Man könnte auch sagen, er ist kaputt. Denn die alte Transformationsfunktion, man kriegt einen Zins für die Ersparnis und die wird dann gelenkt in die Kredite, mit denen realwirtschaftliche Investitionen finanziert werden oder auch staatliche Investitionen. Die funktioniert ja nicht mehr bei Negativzinsen. Und ich finde, unsere größte Aufgabe ist jetzt, sicherzustellen, dass wir eigentlich wieder in einen funktionierenden Finanzmarkt kommen. Ich habe deswegen diese Grafik mit dem Anstieg der Bilanzen bei den Zentralbanken sehr bewusst hier reingenommen, weil ich das nicht als eine gesunde Entwicklung sehe, dass in derart großem Umfang die Bilanzen der Zentralbanken eigentlich der Stabilisator der Gesamtwirtschaft und des gesamten Finanzsystems geworden sind. Das ist in jeder einzelnen Krisensituation erstmal unausweichlich, aber es ist die Folge einer Krisenhaftigkeit des Finanzsystems, wo bei jedem neuen Wackeln am Finanzmarkt die Bilanzsumme nochmal weiter aufgebaut wird. Und ich halte das für einen gefährlichen Weg. Ich finde aber, die Hauptverantwortung darf man jetzt nicht allein bei der EZB abladen, sondern man muss sie aus dieser Zwangssituation rausnehmen, dass sie ständig intervenieren muss, aus Angst um einen Kollaps des Finanzsystems. Das heißt, stabilere Regeln würden dafür sorgen, dass die Zentralbank weniger intervenieren muss. Und dann hätten wir auch wieder eine Normalisierung in der Geldpolitik. Zu der grundsätzlichen Frage Geldschöpfung, sollten das die Banken tun? Das ist eine große Diskussion. Ich habe die immer sehr intensiv verfolgt. Habe immer neben meinem Studium her schon ganz andere Bücher da gelesen, weil ich meinte, man sollte da nicht nur dem Mainstream folgen. Ich glaube, es gibt da sehr gute Vorschläge. Ich finde auch die Vollgelddiskussion sehr, sehr spannend. Allerdings haben wir sie uns jetzt nicht ganz konkret auf den Vorhabenplan genommen bei Finanzwende, weil wir glauben, dass man das jetzt nicht kurzfristig durchgesetzt kriegt. Und dass es gibt zwei Ansätze, die in die Richtung gehen, die da wahrscheinlich gut ist. Das eine ist, das haben Sie vorher gesagt, Frau Bonatz, das Trennbankensystem. Wenn ich die Banken daran hindere, den Vorteil, den sie aus der Geldschöpfung in ihrer realwirtschaftlichen Kreditvergabe und bei Immobilienkrediten und so haben, zu nutzen für das Investmentbanking, dann lindere ich schon mal eine Gefahr, die aus dem gegenwärtigen System der Geldschöpfung durch die privaten Geschäftsbanken entsteht.
Das halte ich deswegen für einen richtigen Punkt. Das ist übrigens ein Beispiel, wo man sehr gut zeigen kann, wie die Lobby ein gutes Gesetz, was exzellent vorbereitet war, von vielen Fachleuten in letzter Minute im Europäischen Rat verhindert hat. Das waren die großen französischen Banken, die das über die, den französischen Präsidenten geschafft haben oder die französische Regierung. Der zweite Ansatz, der spannend ist und der uns in die Richtung führt, dass es nicht mehr in so starkem Maße die Geschäftsbanken ist, ist die Digitalisierung. In dem Maße, wie wir zu einem digitalisierten Zentralbankgeld kommen, an was ja die EZB arbeitet, würde der einzelne Bürger ja ein Konto bei der Zentralbank bekommen und würde die Geldschöpfung quasi nicht mehr exklusiv bei den Privatbanken sein. Da verändert sich was. Ich halte das für eine spannende Diskussion und ich glaube, dass an der Digitalisierung des Geldsystems auch kein Weg vorbeigeht. Überall wird digitalisiert. Warum sollte das Geldsystem eine Ausnahme sein? Und dass man da aufpassen muss, dass es nicht über private Monopole läuft, wie zum Beispiel über Facebooks Konstruktion bei Diem, sondern dass die Zentralbanken auch da eine entscheidende Rolle spielen. Das würde das Geldsystem auch entscheidend verändern. So viel vielleicht mal kurz die Gedanken dazu. Aber wie gesagt, ist jetzt, man muss ja irgendwie überlegen, an welcher Stelle kommt man wo voran. Und das ist ein sehr, sehr großes Thema, das gesamte Geldsystem zu ändern. Ich warne davor zu meinen, dass man mit einer Veränderung, die mit dem Stichwort Vollgeld verbunden ist, dann alle Probleme am Finanzmarkt gelöst hätte. Manchmal wird dieser Eindruck erweckt. Es ist ein wichtiges Thema und da gibt es sehr viel kluge Argumente und Analysen, die ich sehr ernst nehme. Aber vieles, von dem ich heute gesprochen habe, die Finanzkriminalität, die ökologischen negativen Wirkungen von dem, was derzeit finanziert wird, die Umverteilung in vielen anderen Bereichen, zum Beispiel durch mangelnden Anlegerschutz, die wären damit nicht weg. Auch die Systemstabilität wäre nicht grundsätzlich weg, solange es immer noch Fonds gibt, die mit enorm wenig eigenem Kapital unterwegs sind. Also von daher ist es, glaube ich, wichtig, auch diese Geldsystemreform in den richtigen Kontext und ihre Bedeutung richtig einzuschätzen und sie nicht zu stark zu überhöhen. So wichtig es ist, sich auch mit diesen Fragen zu beschäftigen. Ich weiß, ein bisschen länger. Ich hoffe, es hat Sinn gegeben und war gut verständlich. Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Also ich kann jetzt schon sagen, ich war schon vorher ein Fan der Finanzwende, bin es nach dem heutigen Abend umso mehr. Von meiner Seite ganz herzlichen Dank. Ich darf, bevor ich das Schlusswort natürlich an Martina Bonatz, unsere Bundestagsdirektkandidatin auch hier für München übergebe, noch auf ein Symposium aufmerksam machen, was wir von der ÖDP machen. Ich als Mitglied des Bundesvorstandes und stellvertretender Bundesschatzmeister darf auch hier alle Beteiligten ganz herzlich einladen zu unserem ÖDP-Symposium Wachstumskritik und Gemeinwohlökonomie am 21. und 22. Mai. Wir haben 30 Plätze wegen Corona vor Ort. Die sind leider schon weg, aber wir werden das auch entsprechend übertragen, sowohl online, möglicherweise auch sogar im TV. Es sind alle herzlich eingeladen. Thomas, du bist jetzt irgendwie leise gestellt. Bist du vielleicht irgendwie auf den Knopf gekommen? Guck mal. Jetzt. Da bin ich entweder auf einen Knopf gekommen oder es war das Wunder der Technik. Also hier nochmal an der Stelle ganz herzlichen Dank von meiner Seite im Namen auch des ÖDP-Bundesvorstandes, die eine Kooperation mit dem Stadtverband München, Einladung zum ÖDP-Symposium am 21. und 22. Mai in Coburg. Die 30 Plätze, wenn es nicht schon gehört wurde, sind leider schon belegt, aber online kann man auf jeden Fall dabei sein. Möglicherweise werden wir es auch im TV übertragen und werden auch diese wichtigen Themen hier weiter diskutieren und übergebe an unsere Münchner Bundestagsdirektkandidatin und meine Co-Leiterin im AK Gemeinwohlökonomie an Martina Bonatz. Ich weiß jetzt nicht, ob man mich hören kann. Ihr seid eingefroren. Ah, okay. Doch, Sie sind hörbar. Ah, okay. Mein Internet zeigt mir an, ich bin instabil, leider. Aber jetzt scheint es wieder zu funktionieren. Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken. Wir haben ja den Vortrag lange geplant. Ich finde, wir haben wahnsinnig viel gehört, wahnsinnig viel neue Erkenntnisse gewonnen. Wir haben sehr viele Mechanismen erklärt bekommen, die uns so gar nicht ganz klar waren oder nicht allen von uns zumindest ganz klar waren. Ja, ich hoffe, man sieht sich irgendwann wieder. Thomas hat ja jetzt schon auf unser Symposium aufmerksam gemacht. Dann wird es noch eine Veranstaltung geben Ende
Juni, da ist noch nicht ganz, ganz, ganz klar, was es werden wird. Von daher möchte ich jetzt lieber nichts verraten. Schauen Sie einfach bei uns auf der Homepage nach ödp-münchen.de. Ich würde, wenn Sie sich dann irgendwann langsam hier aus dem Chat verabschieden, mich zunächst mal bei Ihnen bedanken wollen, dass Sie alle da waren. Und ausnahmsweise habe ich heute eine Seite vorbereitet, tatsächlich mal mit unseren Forderungen. Wir waren bis jetzt immer so galant und haben das nie gemacht heute, weil ich finde, wir haben ein wahnsinnig gutes Programm, Bundesprogramm zu Wirtschaften und Finanzen. Ich würde dann am Ende, damit das dann auch später mal im Livestream mit drin ist oder auch auf dem YouTube-Kanal mit drin ist, einfach diese Seite noch einblenden wollen. Und ja, würde dann leider, leider die Veranstaltung beenden. Außer es gibt noch irgendwas Wichtiges, noch eine letzte wichtige Frage zu beantworten, noch einen letzten wichtigen Hinweis zu, so sieht das Buch aus. Im Übrigen möchte ich noch mal zeigen, ich habe auch selber noch ein Buch produziert. Das habe ich nicht produziert, nur herstellerisch betreut und gelesen. Das kann ich auch empfehlen, weil das sehr lustig zu lesen ist tatsächlich. Von Jörn Leo Grande, Bad Company über den Wirecard-Skandal mache ich sonst auch nicht. Ist heute eine Ausnahme. Ja, dann Geben wir vielleicht auch nochmal das Wort an Herrn Dr. Schick. sehr gerne. Nur ein kurzes Dankeschön für die gute Diskussion und die spannenden Fragen und alles Gute, bleiben Sie gesund. Ja, Schönen Abend. wollen Sie noch ganz kurz bleiben? Tommy, möchtest du noch was sagen eigentlich? Ja, du müsstest dich noch entstummen. Nee, danke. War ein super Vortrag und ich wünsche allen einen schönen Abend. Und werden Sie vielleicht Mitglied bei der Finanzwende und bei der ÖDP? Das wäre doch mal heute mal eine Aktion Doppelmitgliedschaft. Da können wir uns gegenseitig stärken. Und ich gehe jetzt tatsächlich raus und wünsche also wirklich allen einen ganz schönen Abend und Dankeschön, Herr Schick. Ich auch. Vielen Dank, schönen Abend.